Moin Zockerfreunde, willkommen zu einer weiteren Folge Animal Crossing. Ich wollte mal eben ein bisschen was bauen. Und zwar wollte ich die einmal bauen. Rucki-zucki. Weitermachen. Dann wollte ich nochmal eben einen Spiegel machen. Und den Tisch könnte ich noch mal eben machen. Dann habe ich schon mal einen. Und dann muss ich eh Holz holen. Und das Holz müssen wir dann auch erstmal für den Ladenbau verwenden. Damit wir da recht schnell vorankommen. Dass wir wieder auf den Stand von Staffel 1 sind. Ne? Gut. Ja, ich gucke noch mal wegen ein paar Meilen. Ganz klar. Die Special-Meilen sind schon mal fertig. Ach, guck mal. Das schaffen wir doch alles noch, ne? 5 Fische. Verkaufe Muscheln. Ja gut, das ist jetzt nicht mal 2. Das ist jetzt nicht super wichtig. Möbelmacher. Oh. Können wir gleich wieder reingehen. Auf jeden Fall. Da haben wir schon mal die größere Tasche. Nice. Krass. Haben wir vielleicht noch mehr? Ich glaube, ich war hier lange nicht drin. Dann habe ich hier noch was. Den Wasserläufer. Ach, guck mal, die kriegt man jetzt sogar nur Mai, Juni, Juli, August. Sehr schön. Cool. Wollen wir einmal auf eine andere Insel oder machen wir das in der nächsten Folge? Ich glaube, das machen wir in der nächsten Folge. Ich mache jetzt mal eben mein Haus. Ist ja jetzt nicht so, dass wir jetzt irgendwie viel geile Sachen haben, aber ein bisschen was. Wie war das noch? Da. Mhm. Und in der Tasche haben wir noch ein Holztischchen. Das Lämpchen rauf. Switch neben das Bett. Radio auch. Sukkulente kommt auch erstmal hier. Und das komische Pferd kommt vors Bett. So. Zack. Nee, das sieht scheiße aus. Dann kommt er lieber so. Ja, da haben wir einmal das. Dann gucken wir mal, dass wir... Warte, ich muss noch mal rein. Verdammt, sorry, es tut mir leid. Die Frage ist, das mit dem Köder. Kriege ich dadurch bessere Fische? Weil eigentlich beißen die ja sowieso. Und... Die nächste Frage ist... Kann ich damit auch Fische anlocken, die man noch gar nicht sieht? Das gilt es jetzt mal rauszufinden. Und zwischendurch Unkraut. Der gibt uns ja echt viel Geld dafür. Das finde ich eigentlich echt nett von ihm. Ach ja, und dann... Die größere Tasche. Warum hole ich mir die eigentlich nicht? So.
Jetzt ist die Frage. Futter verstreuen? Ah, okay. Ja, dafür holen wir uns erstmal die größere Tasche. Und dann locken wir wahrscheinlich noch ein paar Viecher an. Wäre ja geil. Wenn das funzt, wäre das schon nice. Einlösen? Ja. Ja, möchte ich. Nice, danke. Mhm. Können wir die Dinger voll machen. So, dann will ich mal eben ans Meer. Obwohl, warte, ist hier einer. Das ist doof zu sehen. Aber mal gucken. Vielleicht kriegen wir den ja trotzdem irgendwie. Abmarsch, Abmarsch am Arsch. So. Und schon wieder Meilen gekriegt. Wie geil. Aha. Und dann haben wir ja auch noch den Kollegen hier. Der will ja auch bestimmt was von uns haben. Gerade richtig viel zu tun. Okay. Köder Futter verstreuen. Uha. Mal gucken, was es ist. Erstmal ist es gar nichts. Aha. Ja, ein Kalmar. Jetzt brauchen wir nur noch etwas Aioli und Limone dazu. Das machen wir gleich nochmal. Ist ja gut. Na komm. Wow. Da bist du platt. So. Nice. Ja, die holen wir mal eben ab. Angelmeister, zack, den können wir uns schon den anderen Kram leisten. Was ich sehr gut finde. Hier holen wir uns auch nochmal was ab. Ich muss jetzt nur noch Holz und Insekten sammeln. Das war's erstmal. Gut, der Barsch ist jetzt nichts. Den kriegt man immer, genau. Das wusste ich noch. Der ist natürlich gut, was heißt selten, aber. Ja, selten würde ich jetzt nicht sagen. Die hatten wir anscheinend schon. Na gut. Dann geben wir davon mal ein bisschen was ab. Der freut sich. Also hoffe ich, dass er sich freut. Moin, Kollege.
Ich will etwas stiften. Ach, Mann. Nur um dich zu quälen. Warum lachhaft? Nein. Na bitte doch. Ich hab noch was. Ah, ich ärgere ihn am Ende nochmal. Erstmal den Barsch. Seebarsch hat er ja schon. Den Abu Defduf. Vielleicht weil er verdrängt wurde oder woanders zu viel gefischt wurde. Da hat er sich gedacht, geh mal woanders hin. Würdest du in meine Taschen gucken können? Alter Kackvogel. So, hier hast du noch einen Kalmar. Warum stockst du da? Ja, will ich hoffen. Ja, du glaubst es gar nicht, ich habe noch was. Die Lagia. Nee, Lygia Exotica. Auf jeden Fall. Du brauchst meinen Hund auch. So gut. Aber es ist gut fürs Ökosystem. Und wenn sie die Strände sauber halten, fressen sie vielleicht sogar ein bisschen Müll, weil nur noch 8 Funde. Ne? Letztens auch wieder irgendwie mal an der Elbe kurz gewesen. Ja, da waren wohl welche grillen. Alter. Ja, die kleinen Dinge werden jetzt wohl schon keine Würstchenverpackung wegfressen und den Strand sauber halten, aber wo wir gerade beim Thema waren, zum Kotzen. Würstchen, dieser Einweggrill, ja, alles liegen lassen. Oh, also, da wäre es mir ja wert, solche Leute mal zu erwischen. Damit ich den Grill dann in die Fresse drücken kann. Mann. Viel raus kommt hier nicht. Vor allen Dingen nichts, was ich brauchen kann. So, wir sammeln mal eben für ihn kurz hier ordentlich
können wir noch ein bisschen Kohle machen. Na? Also das mit dem Köder fand ich jetzt gut. Weil das dann immer die großen Fische sind. Das könnten wir vielleicht nochmal öfters machen, weil es gibt ja, das habe ich jetzt im letzten Monat natürlich vergessen und in der ersten Staffel, weil ich das noch nicht wusste. Oder ich hätte es mir natürlich denken können, aber ich habe da jetzt nicht dran gedacht, wusste es nicht. Es gab wirklich wohl Fische und glaube ich sogar Insekten, die es nur in diesem Monat gab. Dementsprechend fehlt mir dann am Ende was. Aber gut. Ich denke mal, das Spiel wird mich noch ein bisschen länger hier halten. Am Ball halten. Nice. Heißt, ich kann mir... Ich will was kaufen. Haben ist besser als brauchen. Ich muss sie ja noch nicht einpflanzen, weil ich noch nicht weiß, wie sie aussieht. Aber allein schon, weil das eine Hecke sein soll. Will ich auch. Ich habe jetzt ja von allen mal gepflanzt. Und ich werde mal gucken, dass ich mir jetzt von allen noch mal ein bisschen was kaufe, wenn das geil aussieht. Hab ich's? Wenn nicht, verkaufe ich's halt. Aber dann kann ich vielleicht noch mal ein bisschen abgrenzen in meinem Garten und so. Ach, guck mal, ich kann sogar noch mal kaufen. Ja, hiervon würde ich gerne noch mal welche kaufen. Das machen wir auch nochmal ein zweites Mal. Und dann nochmal zwei von den anderen. Wie gesagt, was wir haben, haben wir. So. Ja. Nice. Auch das nehmen wir gerne wieder an. Da, Unkrautfeind. Aha. Mhm. Gut, dann bin ich der Meinung, habe ich hier eben noch was gehört. Da kriegen wir den ja noch. Ja, wir müssen jetzt ja noch Insekten sammeln. Ne, der war wohl weg. Ach, guck mal, hier sind noch... was war das für Riesenschatten eben? Ach so, Alter. Läuft da lang? Längs. Yeti oder was? Ja. Was wir auch noch gar nicht gemacht haben. Alter. Du sollst den Stein nehmen. Ja, seine Laufschuhe. Okay. Ach so. Dafür hätte ich jetzt wieder das Rad gebraucht, ne? Na gut. Ja, wir waren noch gar nicht auf der anderen Flussseite oder so ein Kram. Haben wir alles irgendwie noch gar nicht gemacht. Über den Strand bin ich noch nicht abgelaufen. Heute oder in der letzten Folge. Wo ist denn das Ding? Ja.
Geschenk. Nehmen wir natürlich auch dankend an. Was wir da so drin haben. Eisenerz. Warum nicht? Genau das. Oh. Muss man immer das Waffenrad holen. Auch noch. Starke Grüße. Ich wollte gestern neue Trainingspläne entwerfen, aber stattdessen fiel mir diese Bastelanleitung ein. Vielleicht sollte sie lieber geheim bleiben, aber dir vertraue ich sie an. Ich hoffe, du machst was draus. Muskelgrüße von Steffen. Was? Dschungelboden? Okay. Von mir aus. Und ich habe die Bewohner auch noch gar nicht angequatscht. Die geben einen ja auch immer was. Ich habe aber auch noch keinen von denen gesehen. Ist sie wohl zu Hause, weil es regnet? Ja. Das tun sie wohl. Ja. Also das Spielkindzimmer hier. Nobby ist trainieren. Ich frage mich nur, wo. Ich muss das wechseln. Da ich ja öfters mal falschen Knopf drücke. Da ist die Heuschrecke wieder. Die wollte ich mir eigentlich auch nochmal grabben. Ja. So, du wolltest was von mir. Aha. Verdammt. Weil ich das Insekt jetzt... Nö. Naja. Gut. Dann verkaufen wir nochmal eben ein bisschen was. Oder? Nö. Noch haben wir ja Platz, ne? Gucken wir nochmal wegen Insekten. Es ist ja egal was. Hauptsache ich habe 5 gefangen, ne? Denke ich mal. Kriege ich den eigentlich? Nö. Ja, was habe ich in der ersten Staffel schon probiert? Natürlich. Wenn man sie braucht, sind keine Insekten da, ne? So, wolltest du mir jetzt nicht noch deinen Kram geben? Nö. Schade. Keine Insekten. Vielleicht gehen wir mal rüber. Was haltet ihr davon? Warte, ich hole mir jetzt erstmal noch das Waffenrad. Dann haben wir die Folge, glaube ich, auch durch. Mal wieder schon. Und dann machen wir das in der nächsten Folge. Ich möchte Meilen einlösen. Design Profi Edition. Nein. Wir wollen,
Werkzeugring ein Muss. Ja, möchte ich. Zubidubi. Ach so ist das. Als Chlor. Cool. Gucken wir nochmal rein. So, nochmal einlösen. Haben wir da noch was? Na, wenn da nicht überall Nook draufstehen würde, würde ich das ja vielleicht noch nehmen. Ja, der Sterni-Teppich. Da finde ich den schon fast besser, aber das ist ja das Nook-Logo. Ha. Ich will seinen Kram nicht haben. Designs, Profi Edition. Die würde ich mir gerne mal kaufen. Habe ich, glaube ich, in der letzten Staffel noch nicht gemacht. Ich weiß auch nicht, wofür es da ist. Ja. Ihre App wurde aktualisiert. Vielen Dank, dass Sie das Nook-Portal genutzt haben. Mhm. In der App Designs wurden Profi-Funktionen freigeschaltet. Der Weg zum Profi-Designer steht mir offen. Okay. Ich gucke mal rein. Das war das hier, ne? Designs. Diese App lässt dich eigene Designs erstellen, die du als Kleidung tragen oder auf der Insel ausstellen kannst. Aha. Wenn du diese Designs in der App speicherst, kannst du sie mit anderen Inselbewohnern teilen. Möglicherweise können andere Spieler beim Spielen im Netzwerk deine Designs sehen, zum Beispiel wenn du eine andere Insel besuchst. Bitte erstelle keine Designs, die die Rechte anderer verletzen. Verwende keine privaten Informationen von dir oder anderen und keine beleidigenden Bilder oder Worte. Profi-Designs. Danke, dass du dich für Profi-Version der Designer-App entschieden hast. Mit der Profi-Version kannst du Farben bearbeiten, Profi-Designs erstellen. Wir hoffen, dass du viel Freude daran haben wirst, deiner Kreativität mit diesen Funktionen freien Lauf zu lassen. Schließen. Okay. Design ändern. Oha. Da muss ich mich mal mit beschäftigen. Ich wollte gerade sagen, schade, dass ich kein Bild hochladen kann. Also sieht auf jeden Fall nicht danach aus. Das hätte ich mir meinen Kaktus gemacht. Das wäre doch geil. So, schön den Kaktus in die Kaktus. Mal gucken, vielleicht kriege ich den damit ja irgendwie doch mal hin. Aber ich glaube, das mache ich dann mal in Ruhe alleine. Weil sonst sitzen wir hier Stunden dran. Und das will keiner sehen. Gut. Dann haben wir nochmal eben hier was. Okay, das ist der Dschungelboden. Braucht man jetzt nicht unbedingt. Würde ich sagen. Und dann haben wir noch was Neues gefangen. Die Nasenschrecke. Seit April gibt es sie auch erst. Und. Ach ja, den 100-Füßler. Boah, den kriegt man fast immer. Aber auch nur zu dieser Zeit jetzt. Okay, gut. Dann können wir in der nächsten Folge ja nochmal ein bisschen Eugen was geben. Und dann können wir uns weiter um ein bisschen Geld machen, gehen nochmal auf die andere Inselseite und so. Ja, und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann.